Die russische Hauptstadt Moskau ist nach offiziellen Angaben Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Laut Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin entstanden dabei leichte Schäden an mehreren Gebäuden, niemand sei ernsthaft verletzt worden. Die Bewohner zweier angegriffener Wohngebäude wurden vorübergehend evakuiert. Das russische Verteidigungsministerium wirft der Ukraine einen terroristischen Angriff vor. Von den 8 eingesetzten Drohnen seien 5 abgeschossen und 3 unschädlich gemacht worden. Laut einem Berater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hat Kiew indes, Zitat, keine direkte Verbindung zu dem Angriff. Die Attacke folgt auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Behördenangaben mindestens ein Mensch getötet wurde. Laut der ukrainischen Luftwaffe wurden 29 von insgesamt 31 Drohnen abgeschossen. Es war der 3. Drohnenangriff auf Kiew innerhalb von 24 Stunden.